zwar, Sie bekommen Hilfe. Und zwar ist, gehen wir rüber in die Küche, ist Orhan Tanjgilda eigentlich unser Experte für die türkische Küche. Ja. Und der probiert sich heute mal als Grieche. Sehe ich nicht so aus? Du würdest auch als Grieche durchgehen. Auf jeden Hallo, Fall. Das ist Andrea. Orhan, du hast gesagt, Moussaka gibt es auch in der Türkei. Ja, natürlich. Also Moussaka, von der Wortetymologie her gesehen, ist es ein arabisches Wort und bedeutet gewässert. Ne? Also geschichtet, gewässert, feucht. Und ist eigentlich aus dem Arabischen und wird im Osmanischen Reich schon länger gegessen natürlich. Und die Griechen, die haben ihr eigenes Rezept daraus gemacht, indem sie halt noch mal ein bisschen Bechamel drauf gemacht haben. Okay. Und das wird auf dem Balkan auch so gegessen. Im türkischen und arabischen Raum eigentlich nur mit Hackfleisch, Auberginen oder Zucchini. Aber da kommt dann keine Bechamel drauf. Okay, das ist jetzt also das griechische Rezept, genau, das wir jetzt hier machen. Genau. Okay, dann bin ich mal gespannt. Also Sie haben Vertrauen zu Orhan? Ja. Dass das was wird. Okay. Legen wir los? Absolut. Ich halte mich im Hintergrund. Okay. Also ich sehe schon, Auberginen kommen in eine Pfanne. Genau, Auberginen kommen in die Pfanne. Ich hoffe, die wird jetzt auch mal hier ein bisschen angehen. Ist das nicht schon direkt ein Problem, Andrea? Auberginen in der Pfanne, die brauchen immer so wahnsinnig viel Fett, ne? Ja. Ich lege die zu Hause dann immer aufs Küchentuch, auf Papiertüchern, damit halt Öl ein bisschen. Genau, wenn es gebraten ist, machen wir das noch mal auf Küchenkrepp drauf und dann zieht das noch mal so ein bisschen das Öl weg. Aber Auberginen ist das Ding so, die muss man braten. Mhm. Die muss man braten oder rösten, sonst schmecken die nach gar nichts. Ne? Also weil Auberginen schmecken grundsätzlich nach nichts. Die ganze, die muss irgendwie, da muss irgendwie Hitze dran kriegen. Ganz Hitze dran, okay. Genau. Ist da Hitze drauf? Ja, der wollte hier gerade eben, aber irgendwie will er nicht. Ein Herd, der piept, ist immer schlecht. Ehrlich. Genau. Ich hab auch so einen Herd, immer, sobald auch nur irgendwas in der Nähe des Bedienfeldes liegt, hier kommt ein bisschen Hitze. Dann piepst das Ding immer sofort und stellt sich auch ab. Das macht einen Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wer sich diese Sicherung ausgedacht hat. Weil es passiert dann gar nicht. Also reicht wirklich, wenn so ein Zippel vom Küchenhandtuch nur in der Nähe liegt. Ja. Dann piept's. So ist es. Ja, ich verstehe das. Andrea, wie gerne kochen Sie denn? Ich koche gerne. Ich habe gerne Gäste zu Hause und koche für die. Probiere immer mal was Neues. Kommt auch immer gut an. Das heißt, aber nicht immer nur griechische Küche, sondern wirklich querbeet, oder? Ja, genau. Ist die Moussaka Ihr absolutes Lieblingsgericht? Ja, doch. Auch zu Hause. Die Jungs essen das gerne. Schmeckt jedem? Ja. Perfekt. Warum schmeckt das jedem, Orhan? Was ist es? Das Gemüse ist es nicht, dass es die Männer auch so gerne mögen. Es sind viele Aromen, die sich hier so mischen. Also man hat auf der einen Seite natürlich diese Röstaromen, die wir jetzt hier machen. Einmal direkt an die Aubergine ran. Wir haben ja auch noch schon Kartoffeln, gehören ja eigentlich auch dazu. Die brate ich jetzt nicht, die habe ich schon fertig vorgebraten. Okay. Dann haben wir natürlich hier Zwiebeln, die karamellisieren so ein bisschen. Mit Fleisch zusammen wird schön deftig. Dann haben wir viele Gewürze. Also das ist wirklich dann sehr orientalisch, griechisch. Wir haben ja Paprika, wir haben Knoblauch. Knoblauch darf nicht fehlen. Wir haben Piment, wir haben Kreuzkümmel. Wir haben Koriandersamen und was hatten wir noch? Zimt. Zimt hatten wir noch ein bisschen. Zimt habe ich auch immer reingemacht. Genau, Zimt hatten wir noch. Das mache ich sogar inzwischen immer überhaupt in alle so Hackfleischsoßen, auch Nudelsoßen. Das habe ich mir da echt abgeguckt. Immer so eine Prise Zimt. Genau. Das kommt tatsächlich. Das kommt bei den Kindern auch immer super an. Also ich habe ja zwei Kinder und wenn da immer so ein bisschen Zimt drin ist, dann ist das für die viel angenehmer. Mhm. Also das mögen die ein bisschen mehr. Schmeckt das gut. Super. So. Das reicht schon. Okay. Also was ist denn das jetzt für ein Käse? Für ein spezieller? Das ist ein Schnittkäse. Also im Türkischen nennt man den Kaschar oder ist so ein Kaschkaval. Auch vom Balkan kommt der eigentlich. Man kann aber natürlich auch einen Gouda oder einen Emmentaler nehmen. Aber da wir ja griechisch sind und Balkan ist ja auch Griechenland, wird der eigentlich meistens genommen. Ne? Ist gut. Du kannst ja schon mal hier ein bisschen einfetten. Ich habe ein wunderbares Rezept rausgesucht, auch von meinem Freund Stratos, der hat mir das aus Lesbos geschickt. Die machen das nämlich, das finde ich ganz spannend, das machen wir Türken dann wirklich nicht, mit Brotkrumen bzw. mit Semmelbröseln. Ah. Das heißt, man macht jetzt hier ein bisschen Butter rein. Okay, Andrea, so kennen Sie es auch? Kennen Sie es mit den Semmelbröseln oder machen Sie es ohne? Ja, wir haben oben drauf, dann zum Schluss auf den Käse noch. Kommt das oben drauf oder wo kommt es hin? Bei diesem Rezept kommt das oben und unten. Ah. Doppelt gemoppelt. Genau. Aber man lernt ja nie aus, oder? Genau. Bin ich mal gespannt. So. Hier ist ein bisschen Butter und hier haben wir noch so ein Pinselchen. Und ist das jetzt Lammhack oder Rinderhack? Das ist Rinderhack. Mhm. Womit machen Sie es? Auch mit Rinderhack. Okay.
Ja, das kann man ja beide. Also das ist jetzt so ein bisschen. Ich glaube, man wird es gar nicht so wahnsinnig schmecken, oder? In so einer deftigen Soße, ob es jetzt Lamm oder Rinderhack ist, das ist wahrscheinlich, geht ein bisschen unter. Lamm wirst du schon, kann ich mal so einen Spachtel da haben. Spachtel, den hier? Ja, genau. Bei Lamm ist es immer so, da sollte man auf jeden Fall immer ein bisschen Zimt nehmen. Mhm. Weil wenn man diesen Lammgeruch, Lammgeschmack nicht so mag, dann ist Zimt immer so das Gegenteil dazu. Ne? Das harmonisiert das Ganze dann. Und das ist immer sehr cool. Besser. Andrea, lass uns noch mal ein bisschen über Ihren Griechenland oder über Ihre Griechenland-Urlaube sprechen. Wo waren Sie denn da immer? Also, wir waren auf Kreta, Kos, Naxos, Tassos. Ja, das sind gut diese Kykladen-Inseln? Ja. Die Kykladen-Inseln, Naxos und Tassos, Santorin, genau. Und was war der schönste Ort? Also, die schönste Insel für mich war Naxos. Weil? Weil ja, das noch sehr ursprünglich war da und die Menschen waren unheimlich freundlich. Keine großen Hotelburgen. Ja. Das war das Besondere. Ja. Aber man hört ein bisschen Sehnsucht bei Ihnen raus. Ja, ja, da würde ich gerne aber auch mal bald wieder Urlaub buchen, oder? Da würde ich gerne noch mal hinfahren. Das glaube ich. Ja, das klingt auch sehr schön. Ich war auch schon mal da, hab da so ein Inselhopping gemacht und fand das auch, also vor allen Dingen dieses Licht auf diesen Inseln ist ja wirklich ein besonderes. Ne? Ja, genau. Das gibt es, glaube ich, sonst auch nirgendwo so auf der Welt. Das ist schon toll. Super. Es riecht schon wunderbar. Übrigens für Sie, liebe Zuschauer, der Hinweis, Sie sehen hier unten den QR-Code eingeblendet. Den können Sie jetzt schnell mit Ihrem Smartphone scannen und dann landen Sie sofort auf unserer Rezepteseite. Sie können aber auch natürlich schlicht und ergreifend auf unsere Internetseite gehen. www.daheimundunterwegs.de. Da ist diese griechische Moussaka, das Rezept da natürlich aufgelistet. Man sagt auch Moussaka, ist es richtig ausgesprochen? Also im Arabischen Moussaka. Nein. Moussaka. Ach Quatsch. Doch. Ja. Nein, jetzt hör auf. Ich hab's extra im Internet mir anhören. Moussaka? Moussaka. Also ich fange jetzt mit den Kartoffeln. Genau. Ja? Aber so sagen es doch die Griechen nicht, oder? Nee, die Griechen und die Deutschen sagen Moussaka. Und die Türken auch. Die sagen auch Moussaka. Also, aber ich weiß, ich kann jetzt nicht Arabisch direkt, aber ich hab's mir so angehört und das fand ich ganz spannend. Also ich recherchiere ja auch immer ganz gerne vor den Sendungen und das ist immer sehr schön, was man da so alles rausfindet. Okay. Na? Andrea, das sind jetzt Kartoffeln, ja, ne? Genau. Gebratene Kartoffeln. Also unten Butter, Semmelbrösel, Kartoffeln. Geschichtet. Kartoffeln einfach nur angebraten. Genau, wir haben die Kartoffeln angebraten. Es gibt auch Rezepte, wo drin steht, dass man das kocht. Aber ich brate sie immer ganz gern an, weil die kriegen dann auch ein bisschen ordentlich Geschmack. Reicht so? Das reicht schon vollkommen. Genau, das reicht schon vollkommen. Okay, jetzt die Auberginen, oder? Jetzt ein bisschen Käse, ein bisschen Auberginen. Kannst auch nicht die Hände nehmen. Okay. Die sind ja unter uns. Genau. Ich habe hier auch schon. Ja, zu Hause nimmt man doch auch. Ja, genau. Ja. So, ein bisschen Brotkrumen. Wieder Brotkrumen? Brotkrumen. Das ist so das Geheimnis aus dem Rezept, finde ich, weil diese Brotkrumen dazwischen, die geben richtig Geschmack. Also, ehrlich? Ja. Und was ist das jetzt für ein Paniermehl? Das ist ganz normales Semmelbrösel, Paniermehl. Du kannst auch im Prinzip alte Brötchen nehmen, die kurz in den Mixer jagen. Das geht genauso. Das ist wahrscheinlich sogar fast besser, ne? So, jetzt die Auberginen. Genau. Können auch ein paar frische dazwischen legen. Die würden wir natürlich jetzt hier vorher abtropfen. Genau, aber die lege ich jetzt genau da direkt dazwischen. Eigentlich ist es ja auch relativ schnell gemacht, ne? Also zumal, wenn man es wie du jetzt schon so ein bisschen vorgebraten hat. Upsa. Ja, das kann man ja alles machen. Und das kann man immer so ein bisschen nebenbei machen. Wirklich, während man so verschiedene Sachen anrichtet, kann man das immer so nebenbei machen. Ich habe jetzt hier auch die Soße relativ schnell gemacht. Seht ihr ja, ein paar Gewürze rein. Und dann seht ihr gleich, wie wir das noch schichten. Soll ich alle nehmen hier? Nee, das reicht schon. Das reicht schon. Man kann das auch im Prinzip doppelt machen. Das heißt, wenn man ein bisschen mehr Auberginen hat, macht man einfach zwei Schichten, wie bei Lasagne. Okay. Das ist ja nichts Besonderes in Anführungszeichen. Das kennt ja jeder deutsche Haushalt Lasagne. Jeder. Natürlich. Das gute deutsche Lasagne. Ich sage deutscher Haushalt. Ich habe jetzt nicht gesagt deutsche Küche. Obwohl, ja. In der Tat, das haben wir schon so ein bisschen adaptiert, ne? Solche Gerichte. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde das ja wunderbar. Heutzutage haben wir ja wirklich alle möglichen Gerichte in allen möglichen Küchen. Ein Schnitzel gibt es auch in der Türkei. Es wird dann Schinitzel genannt. So. Was hast du jetzt da für eine Bechamel gekocht? Die sieht so ein bisschen, sieht ein bisschen klumpig aus. Ja, weil ich die schon vorbereitet hatte. Okay. Darum ist die jetzt noch so ein bisschen klumpig. Aber normalerweise ganz klassische Bechamel, Butter, Mehl, schön rühren, dann Milch dazu. Und hier kommt was. Hier noch ein bisschen das Geheimnis ist, hier kommt noch ein bisschen Zitrone rein. Zitronensaft.
um es noch mal so ein bisschen fruchtiger zu machen. Genau. Okay. Und hier machen wir jetzt die Soße drauf. Das ist jetzt nicht ganz durchgegart. Also normalerweise muss das jetzt hier richtig schon gebraten sein, ne? Wir deuten es sozusagen nur an. Genau, weil wir haben ja schon einen. Wären doch nicht daheim und unterwegs. Ich hab's hier. Wo hast du sie denn? Ich hab's hier, keine Sorge. Ich hab sie gerade. Gucke in den Ofen, da steht die Moussaka nicht drin. Wir haben ja noch eine sogenannte schöne Vorküche. Ansonsten hätte ich gesagt, der Stefan war schon da und hat schon alles weggegessen. Aber im Grunde machen wir jetzt dann hier noch die Bechamel drauf. Und dann auf die Bechamel kommt noch mal Käse. Kommt dann und noch mal Brösel. Und noch mal Brösel, genau. Und das verteilt man dann hier schön. Das riecht aber trotzdem schon gut, ne? Das riecht sehr gut, dafür, dass es jetzt gerade wirklich im Blitztempo gemacht worden ist. Ja. Aber das kann man noch mal in Ruhe nachlesen. Ja, ich finde, man muss sich beim Kochen ein bisschen Zeit nehmen, oder? Wie machen Sie das, Andrea? Irgendwie husch-husch oder? Auch mit viel Zeit. Kocht dann Ihr Mann mit oder machen Sie das alleine? Nein, der macht mit. Ja. So zu zweit in der Küche? Ja. Und was macht er am liebsten? Oder was trauen Sie ihm am besten zu? Der macht eigentlich alles. Ehrlich? Ja. Und das ist schön. Zu zweit für mich ist wichtig, Zwiebeln zu schneiden. Weil das machen Sie nicht ja, gerne. Macht meine Frau. Da laufen die Augen. So, okay. Nicht zu viel. Nicht zu viel. Also das ist auch nicht zu viel, also nicht wie bei einer Lasagne irgendwie komplett bedecken, sondern nur so ein bisschen. Und nochmal die Brösel. Genau. Und das kommt dann in den Ofen. Okay, ganz und wir haben da mal was vorbereitet, hoffe ich. Unterm Tisch, tada! Jetzt kannst du es auch anfassen, ohne dass du dir die Finger verbrennst. Jetzt ist ja, jetzt ist aber, es ist noch warm. Also es ist aber wirklich, das hier ist hier noch komplett. So, ich mache das jetzt mal hier ein bisschen an. Es ist noch warm. Nehmen wir uns hier schön einen Spachtel. So. Und wir kriegen niemals wieder den Ofen zu. Hast du Hunger? Ich dachte, da werde ich schon genannt zwischendurch, weil ich wieder im Verdacht stehe. Ja? Weil die Moussaka nicht im Ofen ist, heißt es, hier der Pino hat sie aufgegessen. Hab ich gar nicht. Aber der Stefan, das könnte sogar hinkommen, weil Stefan war in diesem Jahr auch in Griechenland. Ja. Und er hat mir auch die ganze Zeit nur von Griechenland vorgeschwärmt. Ja, ich war witzigerweise, ich war auf Kos. Ja. Man sagt ja immer, ich fahre nach Kos. Dann kommst du an und das heißt, herzlich willkommen auf Kos. Kos, ne? Kos. Ja. Kos. Und dann kommst du zurück und sagst, wo warst du denn? Sagst du Kos. Was? Wo? Kos. Ach, Kos. Also, man ist weiß. Ist wie Moussaka und Moussaka. Es muss Moussaka. Aber man sagt ja auch nicht Costa Cordalis, weißt du? Also, es ist Kos. Oh. Aber hast du einen guten Tipp, weil Frau Kamphausen sagt Zwiebeln schneiden? Ne? Das ist, ich setze mir immer eine Taucherbrille auf. Hatte ich auch schon. Ich alles so eine Größe. Das geht eigentlich also, gut. Für mich ist es sehr leicht. Ich trage Kontaktlinsen. Und da passiert nichts. Echt? Ja, da darfst du nur nicht mit den Zwiebelfingern danach in die Augen fassen. So, Andrea muss natürlich probieren. Ich finde, es sieht sehr gut aus. Ich finde, es sieht fantastisch aus. Und es geht so leicht. Frau Kamphausen, wir sind Ihnen so dankbar, dass Sie die Idee mit dem Moussaka hatten. Mach du erstmal für dich? Nö. Ich wollte den Rest. Du bist mein Gast heute hier. So, ich glaube, guten Appetit. Kleines Stückchen für dich. Schauen Sie mal. So, jetzt kleines Stückchen für mich. Bin ich sehr gespannt. Ich auch. Ist das herrlich. Weißt du was, ich mache auch gut. Das sieht so toll aus in diesem, guck mal, umspült vom Meer. Sehr lecker. So sieht es aus. Hase, ich mache ein Foto von euch. Sehr lecker. Frau Kamphausen, können Sie mir einmal das hochhalten? Ihr drei. Hase, rutsch mal her. Machen wir die Beine. Mit Beinen. Das ist perfekt mit dem Hintergrund. So, für unsere, sieht man da was? Für unsere Instagram-Seite. Und was ganz lecker ist, ist dieses knusprige Ohren und das ist wirklich gut. Andrea, super, ne? Das ist eine super Idee. Andrea, haben wir Ihnen ein bisschen Inspiration mitgegeben? Vielleicht mit dem Bröseln das mal auszuprobieren? Ja, genau. Auf jeden Fall. Schmeckt sie denn so ähnlich? Mhm. Wie in Griechenland war das so? Genau so. Oh, müssten wir nur noch draußen sitzen oder unter freiem Himmel, dann schmeckt es. Weinchen dazu. Ist das würzig? Das ist so genial. Sehr, sehr lecker, Ohren. Der Zimt ist da halt drin. Mhm. Zimt, aber was noch? Mhm. Piment. Piment. Piment ist halt drin. Pfeffer, Salz, Knoblauch. Viel Knoblauch. Tomate. Und ansonsten, ich glaube, es ist ganz gut abgeschmeckt diesmal. Ne? Also es ist nicht zu heftig. Sehr und nicht gut gewürzt. Ne? Zufrieden, Frau Kamphausen? Ja. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns diese tolle Inspiration gegeben haben. Und bei dir sowieso. Ohan. Für das sehr gerne. Großartig. Heute mal der Grieche. Immer alter Grieche. Ganz großartig. Dankeschön, Frau Kamphausen. Danke, Ohan. So schmeckt der Urlaub. So heißt auch unsere wunderbare Aktion. Gibt's nur bei uns. Wir hatten die Idee.